Hallo? Habe ich die kleine Kamera auch noch dabei mit zwei Akkus wiederum. Das sollte reichen. Sollte reichen, Leute. So, jetzt habe ich ja schon meinen Weg hier. Ups, einigermaßen. Hier war der Pfad. Hier war das, genau. Lasst mich mal durch, ihr Pflänzchen. Ja. Klasse. So, jetzt sind wir wieder auf der Lichtung. Und jetzt habe ich vor, hier mal zuerst in dem Wäldchen da zu gucken. Und vielleicht können wir hier den Weg mal kurz hochgehen. Da. Der Hoffnung, dass wir was Gutes finden. Hier, siehst du, da habe ich auch schon mal einiges rausgeholt. Da liegen schon noch ein paar Sachen so rum. Was ist denn für Fliege? Oder Wespe? Und hier den Weg vielleicht gleich mal hoch da. Was willst du denn da? Ups, Hilfe. Sind das Bienen? Ich sehe es gar nicht gescheit gerade. Ja, hier, wie gesagt, da könnte man noch ein paar Sachen rausholen. Hier zum Beispiel die Stange. Das ist natürlich, man hört es ja schon, mehr ist wie Morsch. Aber hier der zum Beispiel. Der ist doch nicht schlecht, der ist auch sehr, sehr trocken. Zumindest zum Verfeuern. Nee, der wird zu schade. Den kann ich zum Bauen verwenden. Schon mal sehr gut. Zumindest mal so ein bisschen abstecken, was man so vorhat zum Bauen. Lass uns mal dahinter gehen. Da kann man gut laufen hier. Dann könnte ich. Was war das? Dann könnte ich auch hier. Ups, Kamera hängt fest. Hier eigentlich so. Anzündholz auch mitnehmen. Da müsste ich aber vielleicht ein Täschle oder so. Hier solche Sachen. Oh, nee. Ah ja, so ein bisschen liegt schon noch rum. Nichts Besonderes halt. Guck mal da. Alles so. Ja, aber solche Stangen kann ich auch brauchen. Oh, hörst du es schon, wie morsch der ist? Hier auch eine längere Stange. Ich schätze, wenn ich da drauf trete. Naja. Also, was Gescheites kann man damit natürlich nicht bauen. Da oben hätten wir noch so einen größeren Baumstamm da. Der liegt schon seit einer Ewigkeit hier quer. Aber weißt du, die Sachen da, dachte ich eben. Genau. Sowas da. Und zwar, ach ja. Das knackst ja schon nur beim Anfassen. Trotzdem, somit könnte man zumindest aufs Dach zum Beispiel so drauflegen oder so. Ne? Da muss man jetzt bloß damit dann durchs Dickicht durchkommen. Huhuhu. Naja, aber egal, einfach mal ein bisschen umschauen. Ja, hier geht es so viel weiter auch nicht. Oh, guck mal, ein riesen Ding. Guck dir das mal an, ey. Heftig, oder? Wer hat den kaputt gemacht da? Die Tiere? Guck mal, und hier ist der Bach. Ich sage, ich bin ganz infiziert da von dem Spiel. Das kommt mir schon fast vor wie im Amazonas da. Auch diese Wassereffekte, die haben die so genial gemacht. Das müsst ihr euch echt mal anschauen. Müsst ihr nicht komplett anschauen, aber einfach mal reingucken vielleicht. Wenn ich dran denke, mache ich mal so einen Link rein. Einfach wegen der Grafik auch schon. Das ist unglaublich. Also hier möchte ich mal durch. Und ich denke, das wird immer besser werden, immer mehr noch werden. Diesen ganzen Computergeschichten da.
habe jetzt auch wieder gerade einen neuen Laptop. Das, ja, bis man das wieder alles eingerichtet hat, immer furchtbar. Aber der flutscht halt. Klar, da ist noch nicht viel drauf. Hey Leute, schaut euch das mal an hier, Mensch. Das ist nicht herrlich. Sorry, wenn ich es oft erwähne, aber ich genieße das gerade voll ab hier. Siehst? Und da ist dieser große Stamm. Den kann ich natürlich niemals schleppen, ist klar. Aber ach, der ist richtig schön trocken. Wenn ich den hier absäge, ne, dann hätte ich zumindest schon mal gutes Brennholz. Für eine Weile. Da liegt auch noch eine Stange rum, aber die sieht auch schon vermorscht aus. Vielleicht hier vorne noch. Ja, so kleinere Stecken halt. Selbst das hier kann man saugut gebrauchen. Eben so ein Gitter zu machen. Das ist halt jetzt bloß ein bisschen schwierig. In der einen Hand die Kamera. Da kann ich so viel nicht mitnehmen hier. Ja, solche Sachen da ist okay. So eine Verstrebung damit machen. Ne? Ich lege das mal, glaube ich, auf den Weg hoch. Wenn ich mir die ja auch später holen. Naja, lauter so, siehst du, zum Beispiel hier, lauter so Stangen da. Ne? Da kann man auch schon was mit anfangen. Hier liegt auch nochmal ein schöner. Ein bisschen dick, aber für Brennholz vielleicht ganz gut. Müssen wir halt mal hier am besten zusammensägen. So, das lege ich mal hier an den Baum. Ein bisschen Zungenbrecher. Zusammensammeln, wollte ich sagen. Wie sieht es hier aus? Ja, so dünne Stängel ist. Und hier oben, wie sieht es da aus? Also, soweit ich mich entsinnen kann, war da so gut wie gar nichts. Da ist alles so Gebüsch. Ich gehe mal davon aus, dass hier auch die Wildschweine sich rumtoben. Hier zum Beispiel. Ja gut, wenn man jetzt den ganzen Weg entlang und so da das Zeug aufsammelt, kriegt man auch was zusammen. Guck hier. Siehst du, und das ist das, was ich jetzt meine, so als Gag. Nur als Gag. Dass man da jetzt so ein Inventar einblendet. Vielleicht, das entscheide ich dann, wenn ich zu Hause bin, dass ich euch mal so ein Beispiel mache. Dass man jetzt zum Beispiel hier sagt, man hat, ja, was sind das, dünne Stöcke oder so. Ja, da liegt natürlich schon hier oder da immer wieder was rum. Zum Beispiel sowas da auch. Eine längere Stange wieder. Genial. Naja, sowas, genau. Wenn ich davon wenigstens genügend hätte. Sorry fürs Rumwackeln jetzt. Aber ich krieg das nicht anders hin jetzt. Solche Dinger, weißt du? Guck mal. Dann können wir gleich den anderen Weg dann zurückgehen. Ist ein bisschen einfacher. Was ist das denn alles da? Sah gerade aus wie eine Kokosnuss, ey. Guck mal. Wow. Herrlich, oder? Genial. Mitten auf dem Weg. Da vorne auch nochmal. Schön. Also der im Spiel würde sich jetzt ziemlich sicher eine Pilzsuppe machen. Kohlehydrate. Siehst du, so Dingerlas da. Alles mal mitnehmen, was wir so finden. Morsch hin oder her. So, sammelt sich ja schon ein bisschen zusammen. Ich mache die Kamera mal kurz aus. Ich stelle mal hier hin und dann kann ich ein bisschen sammeln. Mit zwei Händen ist doch ein bisschen einfacher halt. So Leute, jetzt habe ich hier schon mal einen ganzen Stoß. Die Frage ist bloß, wie kriege ich das jetzt nach vorne? Da wird ja keine Schnur dabei. Manfred, hast du wieder die Schnur vergessen? Nicht dran gedacht. Oh Mann. Das wäre jetzt natürlich einfach. Oder ich gehe runter, nehme ein bisschen was mit und bringe dann eine Schnur mit. Müsste ich eigentlich dabei haben, glaube ich. Oder im Camp.
Doch, Paracord habe ich auf jeden Fall. Aber ich habe ja auch so ein oranges dickes Seil gehabt. Das ist natürlich dann einfacher, weil es nicht so einschneidet. Ja, viel ist natürlich nicht, aber da gibt es schon noch einige. Da vorne habe ich so einen Baum, so einen liegenden, da sind einige so Äste dran. Zwar auch recht morsch, aber noch relativ lange eben. Ja, und ich glaube, wenn wir zurückgehen auf dem Weg vielleicht, findet man eventuell ja auch noch ein paar gute Stellen. Ne? Ich probiere das jetzt mal irgendwie hier. Wie gesagt, einhändig ist halt ein bisschen schwieriger. Ich bin kein Bindematerial hier in der Natur. Vielleicht so Fichtenzweige, aber ja, die halten auch nicht viel aus. Der dickere dann, ja. Ich probiere es jetzt mal so gut wie möglich. Da müssten wir halt jetzt so rumlaufen. Hey Leute, ich höre die ganze Zeit so komische Geräusche immer da, echt. Was ist los? Ist schon Paranoia oder was? So, ziehen wir los. So sieht's aus. Ist ja ein ganz guter Stapel. Da sind noch ein paar Reste überblieben. Könnte ich jetzt auch noch aufstapeln, aber ist mir jetzt so anstrengend. Steine liegen hier rum, so kleinere. Das ist natürlich hier ein bisschen jetzt schon ein Stickerl zum Camp. Guck mal, der ist hier riesen. Boah. Wie gesagt, ich kenne mich da ja nicht so aus, aber ist das nicht ein Steinpelz? Das sieht aus wie so ein Steinpelz, oder? Schreibt mir es mal, dann weiß ich es fürs nächste Mal. Es sind ja viele von euch, die sich da saugut auskennen. Interessieren wird es mir ja schon mal, aber ja. Warte mal, da schreit jemand. Wer? Wo denn? Hallo? Hallo? Hab ich gerade was gehört, oder? Doch. Sag bloß, sie sind doch gekommen jetzt. Hier! Ich glaube, die sind da. Ja! Hallo. Komme! Momento! Also, ich komm gleich runter. Wo bist du? Ah, da seid ihr. Moment. Gleich seht ihr mich. Hey, was ist los? Oder hinstellen, ja genau. Ganz ein bisschen trocknen. Ja, ich hatte gerade halt so einige, mehrere Ideen eben. Also Leute, jetzt sind sie endlich da. Kam man nach. Der Philipp, also Phil, und der Alex. Ne? Also super, jetzt können wir richtig anpacken hier. Genau, du sagst schon, was wir zu tun haben. Also Feuer habe ich schon an. Da kann man jetzt wieder nachlegen. Ich glaube, Glut müsste noch da sein. Ja, ein bisschen ist noch da. Könnt ihr euch einen Kaffee machen oder ihr könnt auch was bauen oder. Leute, der Stock ist nicht vom Phil. Ja, da war irgendjemand da. Also ich meine, der muss das Fantasy-Spiel ja kennen, oder? Sonst hätte er kein Gesicht da reingeschnitzt, denke ich mal. Oh, da war irgendjemand da. Okay, den würde mich mal interessieren. Da habe ich gerade geschenkt gekriegt. Kaffee in Schokolade. Kann ich überhaupt nicht. Das muss man gleich mal ausprobieren. Das sieht gut aus. Ist da eins drin? Nee, oder mehrere? Ach so, fünf in einem. Oh, klasse. Was Süßes ist immer gut. Gleich mal probieren. Wollt ihr auch eins? Wir haben noch. Die okay. Sind allein für dich. Na gut, okay, danke schön. Da sind doch so viel Stangenzeug da. Aber es sind noch oft grün. Wie dies zum Beispiel. Ah, die Tote, natürlich die kleine da. Perfekt, ne? Da, aber ja. Totholz, weißt du? Wo einfach schon total ja, kaputt ist, halt tot ist. Die haben einen anderen Hut. Also, die beiden meinen, es ist ein Butterpilz. Gut, okay. Schon wieder was gelernt. Die wachsen gerade hier, guck mal, überall auf dem Weg, hey. Ich guck gerade mal da noch ein Stück weiter. Vielleicht finde ich noch was. Ja, guck, die ganzen Dinger, die da rumliegen, auch vielleicht. Das sind die, wo ich gerade eben schon aufgesammelt hatte. So, hier. Jetzt geht es natürlich in dreifacher Geschwindigkeit mindestens.
Noch mehr, weil ihr habt ja keine Kamera in der Hand. Ja. Guck mal, solche Teile da, ideal, wenn sie gerade wären, so und so. Da kann man schon ein bisschen was machen. Geht aber immer noch. So für kurze Stückle vielleicht. Weißt du, was ich meine? So eine Art Gitter bauen. Also so ein Rohgerüst quasi. Und dann kann man schon auch was anfangen. Die können wir auch mitnehmen. Ich glaube schon. Eigentlich ja, aber besser als wie nichts. Da gibt's doch. Ja, sowas. Das ist genau das Richtige. Die kann man gut schleppen. Ja, die langen Dinger da, genau. So, haben wir schon ein bisschen was. Das ist schon mal ein Schwung. Aber zu dritt können wir locker mehr schleppen. So, jetzt haben wir die Schnur mitgenommen. Paracord. Vorher dann. So, hier haben wir jetzt auch noch etliches, dann nehme ich jetzt noch was mit. Das ist ein bisschen schwierig, ging ja auch, aber da müssten wir das Gestrüpp durch. Der ist auf dem Weg. Ganz schönes Stück. Und jetzt noch den Hügel runter auch noch. Da runter irgendwo, ja. Jetzt werfen wir es vielleicht einfach mal hier hin. Ich glaube, zuerst werfen wir es einfach mal hier hin. Ja, guck mal, das bisschen Zeug strengt schon so an, hey. Ja. Ja, ein bisschen was kann man damit machen. So, die beiden holen gerade noch das restliche Holz, wo wir oben gesammelt haben. Und jetzt habe ich auch gerade gefragt, dass die Idee da mit dem Inventar, also das bisschen Spielerische da so einbringen, fänden die auch ganz cool. Ja, vielleicht, wie gesagt, wenn ich zu Hause bin, kann ich es ja immer noch entscheiden. Ich probiere es einfach mal. Ich finde es auch witzig, dass man da auch ein bisschen Überblick hat, sozusagen, was man an Material hier zum Camp hat eben. Und vielleicht bringen sie auch den Baumstamm mit, dann könnte man den nämlich zusammensägen und ein bisschen Feuerholz machen. Was mir auch gerade aufgefallen ist, die Küche ist ein bisschen abgesackt hier. Also so schräg habe ich das nicht gebaut gehabt. Das war schon mal gerade. Aber gut, das lässt sich ja, denke ich, recht leicht reparieren. Da ist wahrscheinlich die eine Stange irgendwie ein bisschen runterkracht, denke ich mal. Weil so wäre ein bisschen schlecht kochen mit dem Trangia, wenn es so schräg ist. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, jetzt habe ich das Feuerle noch mal ein bisschen angemacht, damit es ein bisschen gemütlicher wird. Und dann werde ich mit den beiden gleich mal ein paar Ideen so vorschlagen. Entweder geht man vielleicht da hinten in den Wald mal so kurz ein bisschen, einfach, ja, ein bisschen rumlaufen halt. Oder wir fangen zumindest mal an, was zu bauen. Ich habe gerade eben schon nochmal die Idee erklärt, dass man da drin nochmal so eine Art Shelter, so einen Tarnshelter baut, sodass das Camp, ja, wie soll ich es erklären, so leicht im, ja, Halbkreis ist übertrieben, aber so im leichten Bogen eigentlich, dann sieht das von draußen, ja, wie eine Art Festung schon bald aus. Ja, also bauen könnte man ja etliches. Feuerholz, wie gesagt, brauchen wir auch noch ganz dringend sogar. So, hier haben wir einige Stangen mal gesammelt, da kann man schon was machen. Also meine Idee ist halt einfach, da hinten dieser Shelter oder Tipi, wie auch immer, dass man so ähnlich wie hier, also so ein Gitter eben macht, einfach um Material zu sparen, darum geht es ja. Und das werde ich übrigens, haben wir ja gesagt, irgendwann mal abbauen hier, wegen Feuer. Ist zwar nicht so schön, weil, ja, es sieht schon toll aus jetzt mit so einem Vordächle. Deswegen habe ich es halt noch nicht gemacht. Dann wäre das komplett offen, aber sinnvoll wäre es schon. Ja, also wie gesagt, so ähnlich halt, so ein Rohgerüst machen. So ein bisschen Dschungelcamp-mäßig oder so. Und dann einfach Zeug drauf werfen halt. Das kann man ja dann immer Schritt für Schritt halt machen. Hier mein Traumfänger.
Oh, die Federn, die sind ein bisschen mitgenommen aus. Aber gut, er hängt noch immerhin. Ja, und das Camp-Symbol, das wollte ich auch mal gescheit machen. Und, und. Also da gibt es etliche Ideen.